5, 4, 3, 2, 1, los geht's! Ab jetzt heißt es schwimmen, was das Zeug hält. Und beim 24-Stunden-Schwimmen im Mühlacker Hallenbad möglichst lange im Wasser zu bleiben und dabei möglichst viele Kilometer zu schwimmen. Also während ich jetzt dabei bin aktiv, wüsste ich nicht, dass einer wirklich 24 Stunden durchgeschwommen ist. Ich glaube, der Rekord, während ich dabei war, waren so 23 Stunden, wenn man die Zeit einfach auch mal zum Regenerieren, zum Essen, zum Trinken braucht. Bereits zum 20. Mal organisiert die DLRG Mühlacker das Dauerschwimmen im örtlichen Hallenbad. Rund 300 Teilnehmer haben sich zum Start am Freitagabend angemeldet. Mitmachen darf jeder. Wer wie lange im Wasser durchhält, hängt von der persönlichen Fitness und von den selbstgesteckten Zielen ab. Also ich möchte dieses Jahr wieder meinen Halbmarathon schwimmen. Was heißt? 21 Kilometer Minimum. Und wie lange rechnen Sie, dass Sie das so brauchen? Ja, da werde ich jetzt die Nacht schon dran arbeiten. Und den Vormittag. Machen Sie dann Pause? Wie haben Sie geplant? Ja, ich möchte nach 10 Kilometern mache ich dann eine Pause. Und dann gucke ich, wie es vorangeht. Bin 1 Kilometer geschwommen. Ist das das erste Mal, dass Sie das machen müssen? Nee, das dritte oder vierte Mal. Und Sie sagen, Sie müssen langsam machen. Warum? Ja, ich hatte Erschöpfungssyndrom letztes Jahr und dieses Jahr. Und deswegen funktioniert es noch nicht so. Wie haben Sie sich vorbereitet? Gar nicht, weil ich konnte gar nicht trainieren, weil jedes Mal, wenn ich so 500 Meter geschwommen bin, war ich platt. Und jetzt 10 Kilometer in einer halben Stunde, das ist zu wenig für mich. Ich bin eigentlich Leistungsschwimmer. Da müsste wesentlich mehr rauskommen. Das heißt, Sie brechen jetzt ab? Nee, ich werde nachher wieder weiter schwimmen, immer Stück für Stück. Und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Während die ersten Schwimmer bereits gleich nach dem Start ihre Runden drehen, bereiten sich andere im Zeltbereich auf dem Freibadgelände noch auf ihren Schwimmeinsatz vor. Und das nicht zum ersten Mal. Wir sind Wiederholungstäter. Okay, und wie viele Stunden verbringen Sie normalerweise im Wasser? So 8 bis 10 mindestens. Okay, und die am liebsten über Nacht oder wie? Genau, wir sind Nachtschwimmer. Denn nachts, wenn die Beleuchtung im Hallenbad gedimmt wird, herrscht beim 24-Stunden-Schwimmen eine ganz besondere Atmosphäre.